Das Coronavirus macht vor dem Schultor nicht Halt. Dennoch, so sickert aus den Vorberatungen zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten durch, will die Mehrheit der Bundesländer derzeit nichts an den Maßnahmen an den Schulen ändern. Was ganz klar sein muss, ist, dass wir weiter Kitas und Schulen offen halten. Ich erlebe hier, dass da jetzt Druck entsteht, aber sage ganz klar, wir müssen Kitas und Schulen offen halten. Das ist wichtig für die Kinder, für die sozialen Kontakte, für die Bildung. Das Kanzleramt dagegen hat Diskussionsbedarf. Es geht um Abstandsregeln, Gruppengröße und Wechselmodelle beim Unterricht. Und auch die Maske für alle, also auch für Grundschüler, soll im Unterricht Pflicht werden. Gerade aus Bayern kommt der Wunsch nach strengeren Hygieneregeln für alle Schüler. Und dann müssen wir überlegen, ob wir an der einen oder anderen Stelle nicht noch nachschärfen müssen. Insbesondere im Schulbereich müssen wir noch mal sehr genau die nächsten Tage analysieren, was sich dort an Infektionen und Infektionslage ergibt. Weniger betroffene Bundesländer sind gegen einheitliche Verschärfungen. Mecklenburg-Vorpommern etwa hält eine Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht für überzogen. Laut Kultusministerkonferenz sind knapp 2% aller Schüler und 1,5% aller Lehrer derzeit in Quarantäne. Etwa jede siebte Schule hat ganze Klassen in häuslicher Isolation. Virologen fordern mehr präventive Maßnahmen in Schulen und auch Lehrerverbände schlagen Alarm. Ja, ich glaube, wir bräuchten jetzt intelligente Konzepte, eben auch beispielsweise wieder ein Umschalten in den Wechselbetrieb, allerdings nicht dann unterschiedslos Kinder nach Hause schicken, sondern vielleicht vor allem die in der Schule halten, die zu Hause nicht betreut werden können. Doch das hieße auch wieder stunden- oder wochenweise Homeschooling. Und das geht gerade für jüngere Schüler nicht ohne die Hilfe der Eltern. Plexiglaswände zwischen den Schülern, kostenlose FFP2-Masken. Vorschläge gibt es viele. Einer kommt jetzt vom Wirtschaftsminister. Er wünscht sich, dass die physischen Möglichkeiten der Kommunen noch besser ausgeschöpft werden, um die Abstandsregeln besser einzuhalten. Ich würde es begrüßen, wenn der Unterricht deshalb auch zum Beispiel in Gemeindezentren, Kulturhäusern oder in den ungenutzten Räumen von Gaststätten und Hotels stattfinden würde, fordert Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Das Thema Schule dürfte also der größte Zankapfel bei den Bund-Länder-Gesprächen werden, hängt doch an diesem zu einem großen Teil auch die Betreuung von Millionen Schülern und damit die Arbeitsfähigkeit von Millionen Eltern. Fakt aber ist, Herr Achim, und das hört man auch bei dem einen oder dem anderen Ministerpräsidenten, das Erklären der Notwendigkeit möglicherweise weiter zu verschärfen, das wird immer schwieriger. Zumindest bei einem Teil der Bevölkerung wird das schwieriger, weil bei all jenen, die eben jetzt schon nicht zufrieden sind damit, dass sie in ihrer Freiheit so eingeschränkt werden. Und da ist die Speerspitze derjenigen, die dagegen sind, das sind die Querdenker. Die haben ja am Wochenende wieder mehrere Demos durchgeführt in einigen Städten in Deutschland. Und die sagen ihrerseits, dass sie das alles nicht für nötig halten, das sei überzogen. Und vor allem weisen sie dann immer wieder darauf hin, dass der Mund-Nasen-Schutz bei Kindern zu Gesundheitsproblemen führen könnte. Dafür gibt es allerdings keinen Beweis. Das wurde jetzt schon auch mehrfach erklärt. Allerdings dennoch, da lassen Sie sich nicht belehren. Am Wochenende gingen ja wieder Tausende da auf die Straße. Allerdings, wenn man sich dann die Gesamtbevölkerung anschaut, dann kann man das so aufteilen, dass die Hälfte der Bürger eigentlich damit zufrieden sind, was die Regierung da macht, das verstehen, das auch nachvollziehen, das auch vorleben bzw. nachleben, kann man eher sagen. Ein Viertel ist dagegen, die halten das für überzogen. Und das andere Viertel, das findet sogar die bestehenden Maßnahmen noch zu gering. Also da ist man ganz offen für mehr Verschärfungen. Und insofern kann dann die Bundesregierung zusammen mit dem Ministerpräsidenten heute dann doch sagen, okay, wenn es heute nochmal zu Verschärfung kommt, dann haben wir doch in gewisser Weise mehr oder weniger drei Viertel der Bevölkerung hinter uns. Achim, Dankeschön fürs Kanzleramt.